stehst in einem Hofe voller steinernen Statuen, die alle auf einem Altar blicken. Ich habe dich erwartet! Eine dunkelhaarige Frau schlängelt sich um deinen Körper. Ihre violetten Augen sind auf unheimliche Art verlockt. Was? Ist es so nicht besser? Wer bist du? Alles, was du begehrst. Du hast dich an einem Ort gesehen. Ich habe dein Bedürfnis gespürt. Dieser Ort hat dein Bedürfnis gespürt. Ich bin die Einzige, die dich versteht. Den Teil von dir, der sich verzerrt, der aufschreit. Ich bin der Geist, die Versuchung. Ich spüre dein Verlangen besser als du selbst. Gib dies ihnen hinein. Überlass mir die Kontrolle. Ich weiß, was du willst. Schlangenartiger Körper schnürt dich schmerzhaft dazu. Keine Ahnung, warum sie wieder schneller geht. Aber anscheinend war es damit auch zu Ende. Ich glaube, da stand irgendwas mit schnürt dich immer enger hier und pipapo. Ja. Ich weiß nicht, warum das bei Special echt so lange geht und bei dem hier immer so kurz. Aber das war's mit dem Cassiopeia Roleplay. Ich hoffe, ihr habt Spaß und wie immer, bis zum nächsten Mal. Langsam kannst du wieder klar sehen. Wie lange warst du bewusstlos? Ach, du bist wach? Verlangen ist so schmerzhaft, nicht wahr? Aber die Belohnung ist es immer wert. Komm, lass mich sehen, was dein Herz. Du schaust auf ein Objekt in deiner Hand. Ein verzierter Kamm aus Holz. Das ist nicht, was ich wollte. Unsinn. Natürlich ist es das. Warum solltest du dir nicht einen Kamm wünschen, dem die Macht innewohnt, Grenzen zu überqueren? Na schön. Dann ist das also nicht das, was du willst. Dann nehme ich ihn zurück zur sicheren Aufbewahrung. Und dennoch, mit der Zeit kann ich dir helfen, das zu finden, wonach du dich wirklich sehnst. Das könnte ich, wohlgemerkt, wenn ich doch nur... Ich bin Cassiopeia. Meine Aufgabe ist es, Begierde zu wecken und sie zu ihrem Höhepunkt des Verlangens zu treiben. Ich hatte diese Kraft, doch in letzter Zeit ist es so schwer. Ich kann nicht einmal diesen Ort verlassen. Was willst du von mir? Dich, Schätzchen. Jemand, der mutig und fähig ist und dessen Verlangen groß genug ist, diese Sache zu Ende zu bringen. Um mir einige Gegenstände zu bringen, die im Winde verweht wurden. Sie liegen mir so am Herzen. Also hör gut zu. Du bist wegen eines seltenen Ereignisses hier gelandet. Also die Grenzen zur Geisterwelt dünn waren. Großartige Taten können vollbracht werden. Und meine frühe Pracht wiederzuherstellen. Und natürlich, um dein eigenes Begehren zu erfüllen. Musst du meine Objekte der Macht wieder beschaffen.
Meine eifersüchtige Schwester hat sie vor langer Zeit in Richtung alle Richtungen verstreut und ist dann zu unbekannten Orten verschwunden. Bald darauf haben andere Geister sich ihrer bemächtigt und nun siechen diese Sätze dahin, ihre Macht ungenutzt. Sie rufen mich. Sie scheinen sehr gewöhnlich, Aikam, wie du siehst. Ist ein Besitz eines kleinen Mädchens und ihres Wolfes. Sie sind weit davon entfernt zu verstehen, was sie damit besitzen. Außer sie kennen seine Macht, so wie ich. Niemand wird merken, dass du die Objekte zurückholst, außer mir natürlich. Ich könnte meine Blicke nie losreißen von dir. Ich kann das nicht selbst tun. Ich habe nicht die Kraft dazu. Aber du, jemand, der inzwischen den Welten wandelt, in dich und dich allein setze ich meine Hoffnung. Wirst du mir diese Gegenstände bringen und dabei deinen Weg zurück nach Hause finden, wo auch immer das sein mag? Natürlich, geheimnisvolle Schlangenfrau. Das freut mich außerordentlich. Das Erste, was tun musst, ist recht einfach. Im Schutze der Nacht überquerst du die Brücke zum Tempel der Besessenheit. Dort suchst du nach einem in Gold gerahmten Spiegel. Die Edelsteine, die ihn umgeben, reflektieren die Facetten von tausenden Ichs. Ich warne dich nur einmal, blicke nicht von ihnen hinein. Solltest du es doch tun, nun ja, dafür bin ich nicht mehr verantwortlich. Mein Spiegel wird dich rufen. Bedecke ihn, bevor du Opfer deiner Neugier wirst. Und der Rest wird sich dir offenbaren. Enttäusche mich nicht. Ich brauche dich. Als du dich ihrem Schrei näherst, schlängelt sich eine aufgeregte Cassiopeia auf dich zu, mich zu begrüßen. Mein tapferer Champion, komm näher, zeig mir meinen Preis. Hast du irgendwelche Schwierigkeiten? Keine Schwierigkeit ist zu groß, Herrin. Schön gesagt, mein Champion. Deine Loyalität wurde zur Kenntnis genommen. Nun zeig mal, was du mitgebracht hast. Das ist ja nur ein Spiegel. Wo ist mein kostbarer goldener Ohrring? Nicht mal ein Dankeschön. Wow. Einfach nur wow. Danke dir erst, wenn du es dir verdient hast. Ich bin großzügig, wenn man mir ordentlich hilft. Und respekteinflößend, wenn ich enttäuscht werde. Ich weiß genau, dass ich dich um einen goldenen Ohrring gebeten habe. Ich habe dir sogar gesagt, wo er sich befindet. Wie hätte ich das vergessen können? Der Spiegel ist ohne ihn nutzlos. Das war dumm von mir, jemand erneut zu vertrauen. Jedes Mal, wenn ich jemanden mein Herz öffne, bleibe ich unerfüllt. Aber ich setze. Du verdienst dafür eine kleine Belohnung. Weißt du, wie ich zu dem wurde, was ich jetzt bin, oh tapferer Champion? Vor langer Zeit, in einem anderen Leben, war mein Vater der Henker unseres Dorfes. Er wurde respektiert und beneidet, der an seiner Macht festhielt und seine Emotionen zurückhüllt,
aus Furcht, damit Schwäche zu zeigen. Als er starb, erbte ich all unsere Anwesen und ich erbte auch unsere Feinde. Sie wurden schnell erledigt, das heißt, alle bis auf einen. Weißt du, was Begierde ist, tapferer Champion? Weißt du, wozu manche bereit sind, um zu bekommen, was sie glauben, dass es sie wirklich brauchen? Die Antwort darauf ist alles. Meine Schwester wollte das Erbe für sich. Vater stimmte ihrer Heirat nicht zu und hinterließ ihr gar nichts. Sie schmiedete einen Plan, um an unsere Ländereien und Sätze zu gelangen. Sie und ihr großer Ochse von Ehemann. Damals war ich keine Kämpferin und so war ich gezwungen, auf einem Pferd zu fliehen. Aber es regnete und die Klippen waren. Wie dem auch sei, das ist schon lange her, lange her. Wie seltsam. Ich glaube, das habe ich noch nie jemandem erzählt. Tut mir leid, was mit deiner Schwester geschehen ist. Wie ich schon sagte, das ist lange, lange her. Manchmal erinnere ich mich kaum noch. Es ist schon so lange her. Da hatte ich noch Beine. Sieh dir nur irgendeine alte Statue von mir an. Siehst du da Beine? Ich setze, du konntest von dem Ohrring nichts wissen. Vielleicht habe ich mich vorhin versprochen, ja, so muss es gewesen sein. Denn das ist keine gewöhnliche Schmuckstücke und ich werde für sie nicht so leicht vergessen. Der Kamm meiner Kindheit vor dem Verrat meiner Schwester. Der Spiegel meiner Jugend, in dem ich meine Gesichtsausdrücke analysierte, in dem ich übte, wie ich aussehe und sprechen sollte. Und natürlich der Ohrring, der denen so ähnlich sieht, wie ich als neu gewähltes Oberhaupt unseres Hauses bekam. Und dennoch fehlt genau dieser Ohrring. Jetzt? Deine Knochen kann ich später noch brechen. Natürlich, wie konnte ich das arme Mädchen vergessen, verbot in ihrem Traum über einen uralten Krieg. Sie konnte überhaupt nicht wissen, was sie da besaß. Sie kennt ja nicht kaum ihr eigenes Schicksal. Wie töricht von mir, das nicht erkannt zu haben. Tapferer Champion, es gibt noch Hoffnung. Du kannst mir den Ohrring bringen und damit unser beide Verlangen stillen. Unweit von hier liegt ein gewaltiger Friedhof. Das Relikt voller alter Krieger, die sich alle ums Überschneiden. Die Soldatin dort hat. Geh dorthin, folge dem Weg und sei ganz still. Du musst schnell sein. Ich werde auf dich warten. Du schaffst es gerade zurück zu dem Schrein, als Cassiopeia hinauseilt, um mich zu begrüßen. Mein Sätzchen, du bist zurück. Und hast du ihn dabei? Ach, habe ich Fätzchen gesagt? Natürlich meine ich mein zöpferer Champion. Ich habe nicht an dich gedacht. Ich habe mich nur versprochen. Den Schatz. Zeig ihn mir. Ja. Ich kann es kaum glauben. Du hast sie mir gebracht. Du hast dein Wort gehalten. Ich muss gestehen. Ein Troll von mir hat auch nicht damit gerechnet,
dass du zurückkehrst, geschweige denn mit Erfolg. Nachdem ich dir meinen tiefsten Schmerz offenbart habe, dachte ich, du würdest mich im Stich lassen, wie all jene, die vor dir kommen. Ich würde dich nie im Stich lassen. Nein, das würdest du nicht. Es ist eigenartig. Mir war nicht bewusst, wie gut es mir tun würde, wenn ich dir von meiner Vergangenheit erzählte. Außer dir habe ich noch niemandem erzählt. Es ist wahr, dir zu vertrauen und zu erkennen, dass du mich nicht hintergegangen hast. Nun ja, was für ein unerwartetes Geschenk. Nun lass mich diesen Ohrring anlegen. So, wie sehe ich aus, mein tapferer Champion? Du bist wunderschön. Immer. Auch ohne Ohrring. Sieh einer an, du hast einen hervorragenden Geschmack. Nicht wahr? Dafür, dass du mir das zurückgebracht hast, gebührt dir meine unsterbliche Dankbarkeit dafür, dass du so überraschend loyal bist. Ich wünschte, ich könnte dich gleich jetzt entlohnen. Du verdienst es, deinen Weg zurück nach Hause zu finden. Und doch fürchte ich, dass ich einen klitzekleinen Fehler gemacht habe. Es ist untypisch, dass es mir an weißer Voraussicht für eine Unterbrechung dieser Art mangelt. Eine sanfte Kreatur, ein liebevoller Kitz, das perfekte Abbild von Unschuld. Wie wundervoll. Ich hätte nie gedacht, dass ich dir ihre Kraft benötige, um meine eigene zu vollständigen. Tatsächlich wünschte ich mir, ich könnte es vermeiden. Doch schließlich bin ich eine Kreatur mit Bedürfnissen. Oh. Sie braucht nichts, um sich zu schmücken, während ich alles brauche. Du musst in ihren Wald gehen und eine ihrer hübschen Schleifen holen. Den Grund dafür kann ich dir nicht sagen. Ich habe geschworen, nicht weiter von dir zu verlangen. Es schmerzt mich sehr, dass ich dieses Versprechen brechen muss. Doch ich muss. Wirst du mir ein letztes Mal helfen? Auf jeden Fall. Ich werde dich nie unerfüllt lassen. Mein tapferer Zambien, was für ein Glück, dass ich dich gefunden habe. Eine hübsche Schleife, und doch ist sie so viel mehr. Seltsam, wenn ich mir durch diese Schleife vorstelle, dann spüre ich gar kein Verlangen, kein Bedürfnis, dass ich sie haben muss. Das kann nicht sein! In all meinen Jahren hier konnte ich nichts außer Verlangen. Begierde und Versuchung, schließlich ist es meine Aufgabe, die Seelen der Verlorenen in die Versuchung zu führen. Ich frage mich, was sich geändert hat. Könnte es sein? Nein, du könntest es doch nicht etwa sein. Vielleicht willst du mich mehr zynisch als die volle Schleife? Das ist... daran hätte ich nicht gedacht, dass ich jemanden begehre anstelle von etwas. Aber das ist so zutreffend. Ich muss tief in mich gehen. Möglicherweise wurde meine Natur auf eine fast unerklärliche Weise verändert. Bringe mir die Schleife in der Zwischenzeit. Mit mir kann ich dir so viel mehr bieten. Nur noch diese letzte Aufgabe und dann kommst du, was du willst. Ich hoffe ja, dass du mich nicht verarscht. Du begibst dich durch den Garten von der Stadt und zu dem Altar. An dem Cassiopeia geduldig auf deine Rücken. Er wartet, jetzt hat er noch Schluck auf der Brust. Fucking Mahlzeit.
Sieh an, wage ich zu hoffen, dass mein Champion entgangen jeglicher Einigkeit erneut triumphiert hat. Zeig mir mit der Ausbeute deiner Mission. Ah, sieh mal an. Mit Hilfe dieser Gegenstände kann ich die Kraft ihrer Besitzer immer weiter schwächen. Mit der Zeit wird mein Einfluss umgebrochen. Erlösung? Besessenheit? Tod? Nein. Dieses Land wird dann nur noch der Versuchung regiert. Moment mal. Du hast mich nur benutzt? Oh, du goldige Kreatur. Natürlich habe ich das. Indem ich dich davon überzeugt habe, in deinem eigenen Interesse zu handeln, sowie auch in meinem. Beide hatten den Vorteil, dass sie stimmen. Du brauchst einen Weg aus dem Geisterreich hinaus. Ich brauchte einen Vorteil. Wir haben uns wunderbar ergänzt. Eigentlich ja überhaupt nicht, aber okay. Oder? Ha! Hattest du dich für etwas Besonderes gehalten, als ich dich das erste Mal losgesickt hatte? Eigentlich ja schon. Weißt du, wie viele Menschen mir schon erlegen sind? Sieh dich um. All diese Statuen, die in Ehrfurcht Faszination und atemberaubender Schrecken erstarrt sind, das waren alles verlorene Seelen, genau wie nun im Grunde wie du. Ich herrsche über jene, die von Eitelkeit, Solipsismus und ihrem eigenen Verlangen verzerrt werden. Ist das nicht wunderschön? Du bist ein Monster, ja. Da stimme ich so, will ich unterschreiben. Oh ja, aber ein ausgesprochen schönes Monster. Nee, jetzt nicht mehr. Nimm es mir nicht übel. Schließlich bin ich nun mal der Geist der Versuchung. Hattest du wirklich geglaubt, ich könnte mein Verlangen unterdrücken? Meine Aufgabe ist es, dich immer weiter unzuziehen und deine Bedürfnisse an meine zu knüpfen. Also habe ich die Geheimnisse meiner Vergangenheit offenbart. Das waren keine Lügen, anders als viele der wichtigen Geister hier war ich einst sterblich, genau wie du. Ich gebe zu, es fällt mir nicht schwer, über diese Zeit zu sprechen. Über diesen Teil von mir bin ich gänzlich hinweg. Aber die fucking Shit, ich weiß es nicht mehr. Aber ich hatte nicht erwartet, dass mich das Sprechen darüber derartig beeinflussen würde. Es ist wahr, das ist meine Geschichte, nie mit einem anderen. Einem anderen Sterblichen geteilt habe, verlangert, habe ich gelernt, dass der einfachste Weg zur Versuchung nicht der Lüge, sondern in der kreativen Ausgestaltung der Wahrheit liegt. Das stimmt. Dennoch, als ich mich dir geöffnet hatte, hatte ich nicht erwartet, dass mich diese Erfahrung derart begeistert. Die Wahl zu haben, mich dir zu öffnen mit dem Wissen, dass ich dich vielleicht leben will und du mir gehörst. Und ich habe festgestellt, dass ich es genossen habe, sehr sogar. Also treffe ich nun erneut die Wahl, dir zu vertrauen. Ich bin die Versuch. Ich biete Geheimnisse, Gelüste, Bedürfnisse, die dunkelste Begierden. Das alles kann auch deins sein. Du bist immer noch weit weniger mächtig als ich. Du kannst mich nicht verletzen. Aber mit allem, was du für mich getan hast,
dich von dem anderen abgehoben. Du hast etwas, das dich von dem Rest dieser sterblichen Bizeller unterscheidet. Etwas, das zu meiner Überraschung meine Interessen auf sich überzogen hat und länger als gedacht. Und danke für diese aufschlussreiche Erfahrung. Du hast mich die ganze Zeit einfach nur belogen. Du bist einfach ein hinterhältiges Stück Scheiße. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Ja, wie sonst hätte ich zu dem kommen sollen, was ich brauchte. Hätte ich einen Fremden fragen sollen, sei nicht so naiv. Sieh es als Wahrheit im Dienste einer größeren Lüge, um einer noch größeren Wahrheit zu dienen. Ich schätze, es gibt nicht allzu viel Sinn für jemanden, der sterblich ist. Hör zu, du warst nützlich genug, dass ich womöglich zum ersten Mal dein wahres Verlangen in Erwägung ziehe. Und obwohl ich dich so gerne hier behalten würde, dass ich genug von dir habe, kann ich spüren, dass dein Wunsch nach Hause zurückgekehrt immer noch in dir ist. Außerdem möchte ich dir noch weitere Aufgaben stellen, die ich dieser Welt nicht ausführen kann. Ersterbliche Angelegenheiten sozusagen. Natürlich sind sie nicht in meiner eigenen, alleinigen Nutzung. Sie werden dich so reich und berühmt machen, wie du es dir verdient hast. Kaspar senkt anmutig ihren Kopf, bevor sie in ihren Tempel zurückkehrt. Ich habe so viele Pläne für uns, mein Sammy. Unsere Welt wird nie mehr so sein wie vorher. Fertig. Mit der unfassbaren Geschichte von Cassiopeia. Champion Splitter ist da. Guck dir mal das schöne Emote an. Ach, nicht. Emote kaufe ich natürlich nicht für Cassiopeia. Ich meine, das Symbol. Sieht natürlich jetzt nicht ganz so super duper aus. Gefällt mir der Jorn bedeutend besser. Tut mir leid, dass ich mittlerweile am Ende Schluck auf habe, aber kann nichts machen. Ich wünsche trotzdem Spaß mit dem Video und wie immer, bis zum nächsten Mal.